So. Au. Roll. Was? Ich hatte gerade eine Axt im Kopf stecken. Und zwar eine Axt, die schwerer ist als ich selbst. Das sah echt nicht gut aus. So, da unten ist der PvP-Bereich. Das PvP-Gebiet, oder? Nee, ist nicht. Ist einfach nur Deko. Okay. Hier ist nur ein leichtes Opfer. Dass hoffentlich irgendwelche Internet-Sachen droppt. Nö. In dem Gebiet sollte ich eigentlich wieder auf das Monokel-Ding umsteigen. Denn das erhöht ja die Drop-Chance von Gegenständen. Und hier droppen halt Shards, was... Au! Hey! Hier droppen halt Shards, was echt praktisch ist. So. Okay, hier wären wir jetzt raus und hier kommt das nächste Gebiet. Noch mehr Möglichkeiten für irgendwelche Geheimräume. Ja, hier kam das Spinnenzeug. Gehen nochmal alle Wände ab. Ich war hier schon mal bei den Wänden, aber ich habe nicht alle angeguckt. Nee. 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 Nee, okay. Dann kommt jetzt das Dorf mit den Bauern. Das hatten wir uns relativ gut angeschaut. Es gab da nur einen Ausgang, es gab hier ein Leuchtfeuer. Es gab doofe Schweine, die mehr aushalten als die Bauern. Da oben waren die rollenden Kugeln. Da sehe ich Loot. In der Kirche. Im Fenster. Und hier diese komischen Stege. Kommt man da hin? Aber ja, den Loot, der will ich haben. Das heißt, ich laufe jetzt hier immer durch. Weil es geht. So, irgendwer ist noch gerade gestorben. Hui. Oh, hältst du viel aus? Das ist nicht so schön. Vor allem, weil da kommen gleich wieder Gegner. Da kommen die Spinnen. Ich sollte es einfach lassen. Aber es war genug Platz da zwischen den Bauern und den Spinnen. Ich hätte nur nicht so doof laufen sollen. Gut, ich starte jetzt auf einem vollkommen falschen Leuchtfeuer, richtig? Deswegen travel zu komischem Bauerndorf. Wo ist da? Royal Army Campsite. Und dann nehme ich den größeren Spruch. Obwohl, nee, erstmal schön beim Kleinen bleiben. Wo ist Ausgang? Da ist Ausgang. Dann laufe ich jetzt nicht durch, auch wenn es länger dauert. Aber ich will meinen Seelenhaufen wieder haben. Also, wo ist mein? Da ist mein. Swoosh. Kaputt. Swoosh. 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 Boah, 4 Stück. So, jetzt den da. Und einen großen. Okay, gib ihm. So. Getroffen, der Elende. Weg. Weg. Dring. Halten die so viel aus? Ich war mir ziemlich sicher, dass es früher fast One-Hits waren. Oh, und wo ich schon wieder die Smooth und Silky Stones sehe, wir sollten wirklich bald zu dem Tutorial-Gebiet zurückkehren und die ganzen Sachen im Nest abgeben. Könnte gut was rumkommen inzwischen. Ich weiß bloß nicht, ob man das deckweise abgeben kann, / sollte oder einzeln. Wenn es einzeln ist, dann wird das eine ganze Ecke dauern. Muss ich da mal gucken. So. Also, schön umgucken wollten wir uns, ne? Hier hoch vielleicht? Nein. Doch, wir könnten da wohl hoch, aber es gibt oben nichts. Okay. Jetzt kamen zuerst die Spinnen, die rauskrabbeln und die ganz knapp mehr aushalten als so ein kleiner Pfeil.
Und danach müssten die Priester kommen. Hallo Knüppelmann. Die Spinnen kommen jetzt schon. Oh. Und kein Zauber mehr. Alles gut, alles gut. Waren das alle Spinnen? Eine Banditenaxt in der Spinne drin. Ja, ist okay. Oh ne, da ist noch eine. Warum auch immer die nicht raus wollte. So, die Wände hier vielleicht? Nein. Und es kann ja auch ganz gut sein, dass dieses komische Vogelviech sein Haus irgendwo versteckt hat. Was sogar recht wahrscheinlich ist. Ich meine, wenn man in so einer garstigen Gegend wohnt... Oh! Will man nicht unbedingt an der Hauptstraße stehen. Illusionary Wall ahead and then treasure. Warum schreibst du das hinter die Wand? Oder kann man von der Seite auch kommen? Ah, hier ist das Ding, was wir von außen gesehen haben. Noch ein Chart, sehr gut. Und hier wird bestimmt irgendwo noch eine Wand sein, oder? Hurra for rolling. Nö, keine Wand. Messer. Obwohl eigentlich alle Illusionswände auch durch A drücken öffnenbar sein sollten. Ah, okay. Kann man von hier aus irgendwas sehen, was man sonst nicht sehen kann? Da hinten brennt was, ja, aber das kann man nicht so wirklich gut erkennen. Einfach nur ein Feuer in der Luft. okay. Was? Be wary of rolling. Weakness lightning. Achso, die Jungs hier haben wohl eine Schwäche gegen Blitze. Das war Hurra, Hurra for rolling, richtig? Ja. Die Statue hatte ich schon mal überprüft gehabt. Die Wände hier checke ich nochmal. Ne. Die Wände hier. Wobei direkt über einer Kirche, wo eine Priesterschaft mit Gläubigern ist, sich ein Nest zu bauen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist für so einen Vogelmenschen. Wobei auf oder an einem Gebäude würde schon Sinn machen. So wie ein Storch. Da könnte ich runterspringen. Ah, was haben wir da? Hiding place ahead. Oh, da könnte er sein. Oder sie sein. Wie? Hä? Warum? Ich will die Nachricht nicht lesen. Ich will das Hiding Place. Ja. Was zur Hölle? Sag mal nicht, die Nachricht hat das da irgendwie verbuggt. Rollen? Rollen öffnen sowas normalerweise auch. Hm. Also sieht echt so aus, als wenn da was wäre. Aber ich kann es nicht öffnen. Gibt es vielleicht irgendwo einen anderen Weg dahin? Roll. Was steht denn hier noch so? Leiter links. Ah, okay. Aber warum steht denn da hinten Hiding Place? Weil das so ein kleines, verstecktes Gebäude war, wo nichts drin ist? Ich weiß ja nicht. Oh, hallo. Hier liegt sehr viel Zeug rum. Ich nehme mir mal das Zeug. Guck mich dabei recht skeptisch an. Ja, Skeptic Spice. Klerikales Kleinschild. Bonfire Ascetic. Oh, das ist sehr schön. So, und wer bist du? Something seems to be bothering you. Yes, yes, I can tell. It is written upon your face. You have doubts about something you did. Nein. I am Cromwell. Regret
anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. Nicht wirklich. Together, they are the essence of life. Don't you agree? Nein, mächtige Menschen haben keine Zweifel. But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Ich will ihn töten. Yes, yes, how tiny and frail are we? Definitiv will ich ihn töten. But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me. Askopaden. Also ihn kennen wir auch schon. Aus Dark Souls 1. Er kann unsere Sünden vergeben. Warum auch immer er das darf. Und das ist auch der einzige Grund, warum Talanis nicht tötet. Also nicht nur, weil er Sünden vergeben kann, sondern auch, weil er wohl mächtig genug sein muss, um das zu erzwingen. Und Talana ist zwar schon mächtig und sie wird auch immer mächtiger, aber ne, man sollte sich nicht sinnloserweise mit zu mächtigen Wesen anlegen. Was wir ja bei der Klerikerin gelernt haben. Ne? Also gucken wir, was er im Angebot hat. Klerikerkleidung. Männlicher Kopfschmuck. Das ist egal. Aber es hat keine wirklichen Vorteile, das Ding. Es hat keinen Bonus oder magischen Effekt oder sonst was in der Richtung. Oh, was haben wir hier? Giftresistenz, Blutungsresistenz und Fluchresistenz. Ah, ist schick. Und ganz viele Miracle. Ja, wenn wir in Richtung Pyromant gehen sollten, werden wir auch automatisch gleichzeitig Hexer und was weiß ich, weil Glaube halt auch Feuermagie steigert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann könnten wir hier nochmal hingucken. Bis dahin kaufe ich mir aber mal den Ring hier. Giftresistenz haben wir schon. Blutung hatten wir bisher noch keine Probleme mit. Und das Zeug, weiß ja nicht, es wiegt dann schon. Scheint nicht viel. Okay, gucken wir mal durch. Es hat bei den physischen Sachen 50er und bei den Resistenten so 30er. We must never forget our sins. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Man darf sich ruhig an seine Sünden erinnern und an seine Fehler, die man gemacht hat. Das gehört dazu. Aber man darf keine Zweifel daran haben. Denn selbst wenn man was Schlimmes gemacht hat, ist man dadurch derjenige geworden, der man ist. Und wenn man darauf stolz ist, wer man ist, sollte man keine Zweifel haben. Ne? Klingt logisch. Ausrüstung. Wie gut ist unsere komische Robe vom Anfang? Achso, können wir hier nicht gucken? Müssen wir da gucken? Ne? Ja, 71. Aber wir haben sie auch schon dreimal aufgestuft. Trotzdem, dreimal aufstufen macht so 30 Punkte mehr. Ich glaube, es ist ungefähr gleich stark wie die Robe. Und warum steht da plus 27? Oh, Naki Dai. Das verstehe ich gerade nicht. Warum haben wir dann Bonus drauf? Durch irgendeinen Ring? Warum haben wir den Giftring noch an? Mehr Loots? Ne, der macht Regeneration, der macht Geschwindigkeit, der macht Regeneration. Das ist komisch. Rogue Leggings plus 3 sind 50. Handschuhe haben wir plus 3 und die sind im 40er Bereich. Wie gut sind deine Handschuhe? Ask. Im 20er Bereich. Ja, nö, lass mal. Anyone can be forgiven, as long as he is sincere. No matter how terrible the sin. Surely, we all deserve mercy. Yes. Nein. Anyone can be forgiven. Okay, das war's mit seinen Dialogen. Whenever you.